Hi Julian, super schön, dich hier zu haben. Hi, Sinja. Freut mich ebenso. Und du bist hier, um deine Session beim Corporate Learning Practice Camp vorzustellen. Erzähl mal, wer bist du und was bringst du uns mit? Genau, ja, ich bin Julian. Ich bin Psychologe vom Hause aus, mittlerweile Gründer von einem Softwareunternehmen. Servi heißen wir. Und wir beschäftigen uns mit app-basierten Micro-Learnings. Kann man sich mal so ganz grob vorstellen wie Duolingo, nur eben für berufliche Skills. Und ich bringe die Session mit Challenge-Based Learning. Da soll es darum gehen, wie können unsere Mitarbeitenden in Challenge-Formaten lernen. Hintergrund ist so ein bisschen der, dass ich finde, so Challenges, so kleine Challenges, Learning on the Job oder Learning in the Flow of Work, wenn man es so nennen möchte, glaube ich, ja, sehr wertvoll und sehr effektiv ist. Und wäre natürlich schön, wenn man das so ein bisschen institutionalisieren könnte. Ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn dazu gekommen? Du hast ja auch gesagt, das ist quasi, du hast ja dein Unternehmen so gegründet. Warum ist das Thema so wichtig? Was ich so ein bisschen vermisst habe, sowohl als ich war mal als Trainer aktiv, als auch in Trainings, die ich besucht habe, war immer ja diese Frontalbeschallung und nicht so wirkliche Praxisorientierung. Ich glaube, Lerntransfer ist ein wichtiges Schlagwort. Und ich finde es halt total wichtig, dass die Methoden, die Themen, die man eben lernt, die man für sich auch für gut befindet, von denen man überzeugt ist, motiviert ist, die zu verändern, dass man eben Handwerkszeug sozusagen an die Hand bekommt, um die auch wirklich im Arbeitsalltag umzusetzen, weil am Ende wollen wir Gewohnheiten verändern und nicht nur Wissen anhäufen. Und ich finde eben für das Thema Gewohnheiten verändern, ich meine, wir kennen es aus dem Sport oder aus Fremdsprachen. Man muss es halt anwenden und wenn dann so ein paar Challenges dabei helfen können, dann umso besser. Ja, voll cool. Entspricht ja auch ziemlich dem Motto des Camps quasi. Also klingt sehr Korrekt. passend. Genau. Okay, dann nochmal für uns, wenn wir in eine Session kommen, was können wir denn daraus mitnehmen und müssen wir was mitbringen, um teilnehmen zu können? Also rein technisch oder vorbereitungsmäßig muss man gar nicht so viel mitbringen. Ich glaube, es ist wichtig, so ein paar Praxisbeispiele aus dem Arbeitsalltag mitzubringen. Also zum Beispiel, was sind irgendwie Methoden, die man für gut befindet, aber wo man vielleicht hier und da frustriert ist, weil man sie selbst nicht so wirklich angewandt bekommt oder sich dann ärgert, ach stimmt, da war doch was, wie ging das nochmal? Also vielleicht kann man Der dahin, Klassiker. genau, dahingehend schon mal vorher so ein bisschen überlegen. Und was man mitnimmt, sind dann hoffentlich ein paar coole Ideen, wie man genau diese Ideen dann oder diese Methoden in Challenges, die man sich selbst oder anderen stellen kann, umwandeln kann, um so, ja, jeden Tag vielleicht 5 Minuten sich selbst oder andere zu challengen, um ja den Lerntransfer und damit auch so eine Verhaltens- und Gewohnheitsveränderung, gut hinzubekommen. Ach cool, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, was wir am Ende daraus machen, weil ich glaube, da gibt es echt viel Potenzial, wie man das einbauen kann, ne? Auf jeden Fall. Ich bin Ja. auch gespannt. Ich mach auch zum ersten Mal so eine Session Okay. dementsprechend. Ich kenne natürlich aus unserer Software so ein paar Challenges, aber Ja. das mal in der Gruppe zu diskutieren, ist, glaube ich, bringt es nochmal aufs nächste Level und da freue ich mich sehr drauf. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir dann noch ein bisschen Input von anderen dazu bekommen. Sehr cool. Lieben, lieben Dank dir fürs Vorstellen. Ich bin wirklich gespannt drauf und wir sehen uns dann spätestens in Berlin. Genau, machen wir so. Ich freue mich. Danke, Bis Sinja. dahin. Ciao, Ciao. ciao.